Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir setzen die Grasente fort. Dazu starten wir gleich mal einen Kursbefahrer, und zwar am nächstpassenden Wegpunkt. Sollte passen. Könnte ein bisschen laut sein. Gehen wir ganz kurz im Menü rein. Fahrzeuge. Speichern. Privaten. Und sollte ein bisschen besser sein. So, nächstes. Gehen wir auf den Krone. Der ist aktuell auf dem ersten Wegpunkt. Gleich in grün. So, dann geht er quasi weiter. Wir schauen, was wir machen können. Ne? Das weiß ich gar nicht. So, mal gucken, was die Tiere sagen. Verkehrt das Menü. Also die Tiere brauchen jetzt einmal Wasser. Stroh. Wir haben Stroh. Um mich kümmern. Stroh. Steigen wir ein. Das ist Heu. Den lassen wir auch mal laufen. Oder ein bisschen fahren. Produktion liefern. Muss ja auch sein. So, wo ist das andere Fahrzeug? Der ist irgendwo. Da. Der ist da, wo wir aufgehört haben, ne? Da machen wir nicht riskieren, ob eine Folge drin ist, dann muss es sein, dass es dann voll ist. Ich brauche nicht mehr, ne? Heu ist voll. Wir hauen das nicht in den Stroh rein. Heu ist voll, Ich habe keine andere Aufgabe zu fahren. Wow. Geht ein bisschen rein. Aber alles war nicht gedacht. Aber wie gesagt, Mischung brauchen wir auch. Und das ist ja auch wichtig. So. Dann holen wir nochmal Heu, ne? Der Stroh. Ja, sobald trocken wird, hat Symbol neben der Temperatur und bei der Wolke in der Mitte, wenn trocken ist, können wir sofort beginnen mit der Ernte. Wann es sein wird ungefähr? Ja. Da können wir nur schon erraten. Ne? Das Gras sah dunkel aus. Wenn das Gras dunkel aussieht, dann ist es immer nass. Erst wenn es heller wird, dann ist es trocken. Dann kann es sein, dann ist es neu. Aber wir haben aktuell. Ja, immer noch nass. Geben wir diesen Strom. Dann werden wir gleich den Mist BGA fahren. Dann mal schauen, ob wir sowas verkaufen können. So hier, bevor die Preise steigen. Jetzt schauen wir mal ganz kurz in den Markt rein.
Händler. Der globale Markt ist hier noch nicht bei. Denn ich habe noch ein bisschen Soja. Wir würden 1517 kriegen. Dann schaut mir gleich mal an, was hier im globalen Markt für 1517 ist. Der Preis. Wir fahren mal in den globalen Markt. Der ist hier. Hier können wir die Preise einnehmen. Wir wollen ja nicht einkaufen, wir wollen ja verkaufen. So. Also guck mal rein, was haben wir da alle drin? Also wir haben aktuell drinne Hafer, Dünger, Wolle, Baumwolle. Wasser. Aber gut, Wasser wollen wir nicht kaufen. Also wird ein Verkauf. Also müssen wir für Hafer, also für Soja einen Preis kriegen. Ich meine, das wäre eigentlich ein Geschäftsmodell, wenn man relativ viel online ist oder spielt, die Preise so beobachtet, wenn jemand massiv was verkauft, man lagert es ein in der Hoffnung. Das ändern wir gleich mal ab, ne? So, das ist mir jetzt blöd, der so springt. RP. Das ist jetzt hier modulieren. Also hier sind bösen Kanten. Müssen wir mal ganz kurz angleichen. Ja, so war nicht geplant, ne? Aber angleichen ist mit Mausrad. Und da war ja mächtige Delle dabei. Sprungschanze. So, dürfte jetzt passen. Beginnt was. Gut, der Heufahrer muss eigentlich jetzt mal Pause machen. Wir werden mal gleich mal Mischfutter rausnehmen und das unser Lager fahren, damit er produzieren kann. Ne? Wenn er produzieren kann, dann kann er auch Heu verarbeiten und dann kann er entsprechend bringen. Und so haben wir ein Problem, weil er das Gras eingeht irgendwie Ende zu viel Dings haben. Ne? Kein Platz für, ja, für Heu. Wo wir eigentlich Platz hätten, weil das verarbeitet ja normalerweise. Mein Timer nicht aktiviert. Aber heute mein Arbeitsplatz umgebaut, komplett. Ein bisschen weiter weg vom Fenster. Das heißt, ich kann jetzt im Notfall das Fenster aufmachen, was vorher, wenn höchstens auf Kipp ging. Ne? Jetzt komme ich richtig ran und dann will ich auch machen. Jetzt in die, wenn die Jahreszeit so warm wird, dann muss ich mir entsprechend auch. Habe ich so gedacht, Freiraum schaffen und dann entsprechend auch. Landschaft. War ein Haufen Arbeit. Da ahnt ja keiner, was er an Arbeit machen kann. Möbel und Rücken, wenn die volle Gerätschaft stehen. Ne? Wenn ich Monitore abbauen muss, Rechner umstellen. Den ganzen Tisch verschieben, den Schrank umsetzen und natürlich vorher den Bereich, wo wir verstreichen. Ne? Das war ja mir auch wichtig, dass die Wand war, da so viel Dübel und viel Rohren, ja, nicht mehr so schön aus. Ne? Und da habe ich mir gedacht, naja, jetzt mach's mal das gleich mit, ne? Alles weg ist. Das war ja rund 6 Stunden Arbeit, ne? Intensiv. Das wollen wir nicht haben. Ich habe hier noch Dings drin. So, wir bohren. Das war ziemlich genau ein Hänger voll. Das passt. Das verkaufen wir gleich.
Und da gibt es nämlich keine zur Zeit. Also auch ein Sojabohnen rein. Ne? Vielleicht kauft er das schon ab. Der Preis passt dann. Ne? Vielleicht machen da viele mit. Also was. Der Baumarkt. Wäre wunderschön. Besonders dann bei exotischen Früchten. Ja, zum Beispiel Waren in den Einkaufspunkten, die man hier nicht produzieren kann. Ne? So, verkaufe ich hier ganz gerne Milch, und weil irgendwo Tee produzieren kann. Und noch keine Kühe hat, und es wird noch keine Milch von den Kühen, dann könnte er anfangen zu produzieren. Natürlich ist es blöd, weil keiner genau weiß, wann wir verkaufen. Ne? Also ich versuche mal hier ein paar Waren zu verkaufen. Natürlich muss der Preis passen. Jetzt natürlich hier alles im Keller ist. Die Flügel zeigen. Das klingt immer ungewohnt, weil wir jetzt im Prinzip kein Geld kriegen. Aber die auch nicht mehr so aufsteigen. Wir gehen dann hier ins Menü rein. Da können wir sehen, wir kriegen 50.000 aktuell. Wo der Preis passt. Und der schön wird am Mieterpreis stehen, wo wir nehmen. Also maximal. So, mal sehen. Ja, Wasser steigt wieder im Preis. Oh, jemand hat hier. Ich kann sie mal ganz kurz. Dann sehen wir aktuell Sojabohnen 1006. Da sind meine jetzt drin, meine. So viel mehr habe ich auch nicht. Euer Profitin. Das kann sich jemand wieder kaufen. Ne? Kann sich glücklich schätzen. Oh, das Soja. Hat das Geschweine oder so. Ne? Kann das sein. Geschweine füttern. Ne? War aktuell nichts. Und wenn es hier sehr billig ist, und ich habe hier bei mir eine Kaufstelle, wo ich viel kriegen könnte, so, müsste ich hier Heu auflagern. Das geht. Müsste ich mal hier einstellen, bei, da kann der andere weiterfahren. So, Heu trocknen. Ja. Irgendwo hat er mir gesagt, man kann auch wieder rauskaufen. Altes Quatsch. Geht nicht, wie ich dachte. Da muss ich den anderen anhalten, ne? Das ist ja Quatsch, wenn ich da jetzt um den Kreis fahre. Das ist cool jetzt. Der ist ja nun mal, was soll ich sagen, der andere ist voll, 100%, ne? Also, fahren wir jetzt selber hin Richtung
aber für Stahl gebaut, ne? Das ist mit dem Gelände schon schwierig. Extrem, ne? Du bist halt viel da. Fahren wir jetzt mal ein Lager rein, ein paar Runden. Müsste mir einigen Kurs einfahren fürs Lager. Aber. Ja, Option, ne? Gut, dann machen wir mal leer und wir fahren eine Runde rein. Alten Kurs haben wir löschen. Jetzt haben wir gespeichert und dann machen wir einen noch. Zum Lager. Wir wollen ja Zeit 16. Oh. Dann machen wir das mit. Gleich in eine neue Folge an. Gut, über die Folge überziehen. Ja, ungünstig, ne? Wollen wir. Mit angekommen. Das heißt, wo wir genau an den Punkt haben, das ist ziemlich genau, wo wir jetzt sind. Natürlich sollte er unter dem Motor sein, ne? Das bringt gar nichts. Oh. Hat es doch nicht einmal angeschossen hier? So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir machen gleich weiter mit Einfahren von einem Kofferkurs und Laden vom Hauptlager. Sag mal Tschüss und Winke Winke. Ciao. Ja, man sieht sich dann vielleicht zum nächsten Mal wieder. Tschüss.